Willkommen zurück zu Far Cry Primal. Es ist Nacht geworden und ich sollte vielleicht mal ein wenig Licht machen. Kleinen Moment, warte. Ich stelle mal eben eine Keule her und entzünde mal eine. Es ist Nacht geworden. Willkommen zurück. Folge 8. Mein Gott, Folge 8 schon. Und ich weiß gar nicht, was wollten wir denn? Wir haben in der letzten Folge, ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Ich hatte die ersten 7 Folgen in einem Stück aufgenommen. Was wollten wir denn machen? Ich bin gerade überlegen, was wir machen wollen. Da ist ein unbekannter Ort. Ich glaube, ich werde mal... Ah, guck mal, da ist das Lager. Dein Dorf, eine neue Heimat der Venya. Besuche es, um in der Story voranzukommen und neue Fähigkeiten und Upgrades freizuschalten. Besonderheiten, du kannst diesen Ort schnell reisen. Okay. Ja, nein. Ich gehe jetzt erstmal hier zu einem unbekannten Ort. Dahin. Und werden dann automatisch dann zu unserem Dorf kommen. Ist natürlich sehr gefährlich, dass wir hier nachts rumlaufen. Ich habe gerade schon ein paar Ureinwohner gehört. Und es ist sehr, sehr spannend. Ich habe mir jetzt auch schon die ersten Folgen ein bisschen angeguckt. Klar, so ein bisschen mit der Dunkelheit und alles so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt passt das eigentlich einigermaßen. Ich traue mich gar nicht wirklich hier so, mich voranzuschreiten. Ich habe auch ein bisschen die Lautstärke erhöht vom Spiel. Ich hoffe... Uah, was? Wolf, geh weg. Geh weg. So. Na, geh da hoch. So. Also. Yeah. Fleck schreitet voran. Zur Höhle. Baum des Valkvar. Bau des Valkvar, Entschuldigung. Nicht Baum, sondern Bau. Ist wahrscheinlich diese Höhle hier. Da werden wir mal reingehen. Ach, guck mal an. Ah, interessant. Guck mal, können wir ablooten. Wie geil. Tasche voll. Na super. Ich gehe mal eben schnell ins Baummenü. Können wir denn... Wieso haben wir denn schon wieder so viele Sachen in der Beutetasche? Aha, Rohstoffe. Aha, okay. Ja, ein bisschen Schiefer, ein bisschen Schilf können wir vielleicht mal demnächst mal... und Nordzeder. Ein bisschen gucken, dass wir es vielleicht demnächst kriegen. Können wir hier? Nee, können wir nichts machen. So. Dann schau. Brennt die Ziege jetzt? Nö. Ich dachte, die brennt jetzt die Ziege. Bisschen Fleisch. Können wir es mitnehmen? Nee, haben wir voll. Okay. Und heilen können wir uns auch nicht. So, dann schauen wir uns mal die Höhle an. Ob hier irgendwas Interessantes drin ist. Ich weiß es gar nicht. Ein bisschen Knochen vielleicht mitnehmen. Ja, ist auch voll. Wir sind ganz gut eigentlich. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Okay. Naja, hier vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen. So, ich glaube, ich höre schon wieder Ureinwohner. Ich werde nochmal eben schnell auf die Karte mir einen neuen Wegpunkt machen. Und zwar, ja, die Nacht ist da, ich weiß. Da können wir nämlich auf dem Weg, nämlich hier das Fragezeichen noch mitnehmen. Das ist in die Richtung. Oh Gott, diese Schreie. Wir müssen in die Richtung. So. Dann werden wir mal hier durch den Busch gehen. Ja, und ich habe ja in der letzten Folge, oder war es in der vorletzten? Ja, wie gesagt, ein bisschen erzählt auch, warum ich liebend gerne so spiele, wie ich spiele. Weil es ja doch genug andere Leutchen gibt, die wahrscheinlich eher so... Oh, oh. Ja, 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 ja. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Die, wie gesagt, ein bisschen anders spielen wie ich. Und da habe ich ja gesagt, wie gesagt, jeder spielt ja sowieso anders und jeder spielt so, wie er für richtig hält. Und wem es, wie gesagt, nicht passt, dann einfach woanders gucken. So schlimm ist es ja nicht. Ne? Denn dafür gibt es ja hunderte, 80, hunderte Let's Plays überall. Und, uah.
Ist das Leuchtfeuer, was wir entzündet hatten? Ich glaube ja, ne? Gehe ich hier überhaupt richtig runter? Ich weiß es gar nicht. Man konnte hier sogar klettern. Kann ich hier... Hallo? Ich habe Angst, den Busch zu entzünden. Wie komme ich denn... Wie bin ich denn hier raufgekommen? Ich gehe mal hier lang, ob das so eine gute Idee ist. Nein, au, 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 au. Okay. Mal eben schnell eine neue Keule machen und entzünden. Boah, das wird sofort direkt heller. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, oh. Oh, oh. Wenn wir einen Schritt schneller gehen. Yeah. Überleben im Dschungel. Beziehungsweise nicht Dschungel, Urwald. So, da unten müssen wir hin. Ich schau mal, können wir... Ja, das geht bestimmt. So. Und ich höre schon wieder andere Völker. Stein der Verlorenen. Steine der Verlorenen. Aha. Das ist also ein Ort, den wir markiert hatten. Ich bin mal gespannt, wie kommen wir denn hier runter? Hallo? Ich würde mir diesen Ort gerne mal anschauen. Auf Wandertour mit Flexi. Ist das hier so eine gute Idee, hier runterzuspringen? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal... Ah, hier. Ich gehe mal hier lang. So. So. Ach, guck mal einer an. Ist ja geil. Das Geile dabei ist ja jetzt gerade, ihr kriegt das ja gar nicht mit, ich bin nebenbei noch die letzten 4 Folgen von der letzten Aufnahmesession am Hochladen. Also alles parallel. Und gerade noch weiter am Aufnehmen und neu am Spielen. Also direkt permanent weiter am Gas geben. Ich will das unbedingt spielen. Das ist so geil. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt, dann würde ich sagen, nehmen wir den Ort noch mit. Hier, den hier. Und dann gehen wir direkt zum Dorf und gucken uns das mal da an. Wegen der Hauptstory und alles, dass wir da vielleicht mal schauen. Das war vielleicht doch mal eine Mission. Ich habe gedacht, der Typ da mit der Eule und alles, dass das vielleicht so die Hauptmission wäre. Aber das war dann doch nicht so. Ich glaube, es wird wieder Tag. Ja, es wird wieder Tag. Sehr schön. Da ist ein Wasserfall. In der letzten Folge haben wir ja die Eule kennengelernt, die wir nutzen können. Da waren wir ja bei diesem Verrückten da... Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Holzpfeile? Ich habe Holzpfeile mitgenommen. Okay. Kann ich... Da sind wieder Ziegen. Was ist das gerade für eine Sonne? So komische Dämmerung mit dem Licht. Sehr merkwürdig. Manchmal sogar noch dunkler wie die Wer? Das Glühwürmchen? Ach stimmt, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Was haben wir hier? Grünblatt, nehmen wir mal mit. Hoffentlich haben wir die Tasche... Nee, Tasche ist nicht voll für Grünblatt, ist super. Boah, sieht das nice aus hier. Ist ja fantastisch. Ja, meine Güte, ich gehe mal hier lang. Vielleicht kommen wir ja dann auch zum Wegpunkt. Da ist nochmal Holz. Was haben wir hier? Ach, guck mal, hier ist auch so ein kleines Lager. Hier war vor kurzem wohl noch einer. Können wir es irgendwie mitnehmen? Nee. Hier brennt nämlich noch das Feuer. Da brennt der Busch. Da brennt der Busch. Da brennt der Busch, da brennt der Busch. Alter Holz nehmen wir mal mit. Alter. Tasche für Alter Holz ist voll. Wo ist jetzt der Wegpunkt? Ich vermisse gerade den... Ah, hier. Ah, hier. Zuflucht des Fleisches. Wieder ein Ort entdeckt. Ist ja interessant. Was? Entzünden? Was? Ach, suchen. Okay. Ja gut, Knochen haben wir ja sowieso voll. Hier ist der Wegpunkt. Da haben wir auch wieder Knochen. Da könnten wir klettern. Sonst ist hier aber... Es ist jetzt nur ein Ort. Ah, hier haben wir ein paar Leichen. Die können wir nochmal eben abgrabbeln. Aua, aua. Ah. Okay, die können wir... Die Leiche können wir nicht durchsuchen. Das ist aber echt merkwürdig.
sind wieder Vögel gewesen. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin zu unserem... Nein, ich will nicht Schnellreise. Ich will ein... Nein, nein, ich will... Nein. Dann mache ich halt einen Wegpunkt nach da. So, wenn er den Wegpunkt nicht will. Ah, dann müssen wir wieder dahin. Ich glaube, etwas zurücklaufen. Ja. Ist das so komische Geräusche? Ist doch ein bisschen arg dunkel manchmal, auch sogar am Tage, ne? Sehr merkwürdig. Oder liegt es daran, weil wir Morgendämmerung haben? Ich glaube nicht. Da müsste ja normalerweise eigentlich schon... Das müsste doch schon Mittag sein, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wenn nicht, drehe ich doch die Helligkeit ein bisschen... Noch ein kleines Stückchen höher. Also mindestens so ein bis... Was? So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt zu unserem Dorf kommen. Bin mal gespannt, was sich da bis jetzt getan hat, weil wir haben ja schon ein paar Venyas gerettet. Vielleicht haben wir ja da jetzt ein paar neue Einwohner. War das... Ich habe gerade irgendwie einen Anzeigebalken bekommen, dass da welche da hinten stehen, welche ich sehe es. Da hinten sind Ureinwohner. Uah, nein, der soll uns nicht sehen. Ich werde mal ganz gewieft einfach mal an den vorbeilaufen. Und versuchen so ein bisschen den Leuten aus dem Weg zu gehen. Obwohl, jetzt geht es wieder mit Helligkeit, komischerweise. Naja, vielleicht liegt es auch nur daran, weil es, wenn man im Schatten geht, dass es sehr, sehr dunkel ist. Da oben ist auch was. Das ist, entschuldigt bitte, aber das ist doch, ich muss das schon wieder machen. Das ist... Ihr werdet mich dafür hassen. Ich weiß es. Ihr werdet mich dafür hassen. Ihr werdet mich dafür hassen. Ich weiß. Aber so ist es besser. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Oh, oh. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Ich will mal der Konfrontation jetzt aus dem Weg gehen von denen. Sondern einfach mal... Vielleicht schaffe ich es ja. Ciao. So. Die sind, glaube ich, auch auf der Jagd. Und ich will kein Gejagter werden. Jetzt müssen wir da runter, ne? So. Ich hoffe, wir kommen hier eigentlich ganz gut runter. Ja, kommen wir. Sehr schön. So. Ach, guck mal hier, Schiefer. Habe ich ja gesagt, wollen wir ja sowieso ein bisschen wieder mitnehmen. Da ist nochmal Alderholz. Nehmen wir auch mit, wenn wir schon einmal hier sind. So. Mich würde mal interessieren, wie andere Let's Player das so spielen. Ob die auch ohne Karte spielen oder ob die das ganz normal spielen oder so. Das würde mich mal interessieren. Muss ich mal schauen, dass ich mir mal da so die ersten paar Folgen von jemandem anschaue. Achso, im Übrigen, apropos Let's Player. Ich finde es ja... total, ich muss es mal wieder erwähnen, dass ich mal wieder so ein bisschen so Thema YouTube anschneide. Weißt du, ich bin ja so einer, ich mache das ja hobbymäßig, ich mache das ja nicht beruflich oder sonst. Ah, guck mal, Schildkröten. Oh, oh, wie süß. Oh, oh, wie süß. Verkriech ich dich doch nicht, Kleine. Voll am Zittern. Ich hab Angst. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ja, YouTube, weißt du, ich bin so einer, ich mach das ja nicht beruflich, ich mach das ja so als Hobby und alles. Und für die Leute, die es gerne gucken wollen bei mir und so, und hab ja erfahren, dass viele es gerne, sehr, sehr gerne bei mir schauen, auch den Stream und so. Aber ich find's immer so traurig, dass es wirklich einige Leute gibt, die halten sich einfach nicht an so Regeln von Publishern oder so, oder zum Beispiel Release-Daten. Ich habe nämlich gestern mal so reingeschaut. Gestern ist übrigens die erste Aufnahmesession gewesen. Und... da hat doch tatsächlich einer gestern schon, ich glaube, das komplette Let's Play hochgeladen. Ich glaube, keine Ahnung, wie viele Folgen das waren. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig. Nur um
ich sag jetzt mal, ich will keine Namen nennen, aber ich sag mal, vielleicht nur um ja, Klicks zu bekommen, finde ich das schon sehr armselig und sehr traurig. Weißt du, ich knall dann einfach mal sofort das komplette Let's Play raus mit allen Folgen, die ich schon vorab aufgenommen habe, wie früh ich dieses Let's Play habe. Und, ja, um halt ganz viele Klicks zu... das finde ich sehr traurig. Also sowas geht gar nicht, finde ich, meiner Meinung nach. Aber nun gut. Wie gesagt, das musste ich einfach mal loswerden, weil... Ich find's schade, dass dann Leute dazu gezwungen werden. Ja, guck schnell bei mir. Ich hab schon alles raus. Bei mir musst du nicht warten. Bei mir kannst du sofort das komplette Spiel gucken. Ohne zu warten, dass Folgen rauskommen bei jemandem. Sag ich jetzt einfach mal so. Gut, vielleicht ist es aber auch anders. Ich weiß es nicht, aber ich find's dann halt traurig und schade, wenn es wirklich so gedacht ist. So, aber zurück zum Spiel. Hier ist schon ein bisschen mehr passiert. Wir haben hier echt einen... schon. Ja, du mich auch. Dass wir hier schon ein richtiges Dorf jetzt haben, ist ja faszinierend. Wie geil. Sagt die auch was? Nö. Und hier ist doch, ist das unsere Höhle? Nee, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Boah, wie dunkel das ist. Wie ein Bärenarsch im Übrigen. Aber ich frage mich, wo ist denn unsere... Oder war das... Nee, das war hier, ne? Wo wir gestartet... Ah, hier. Ja. Okay. Ist denn unserer... Ja, unserer vor allen Dingen ist dann unser Zauberer oder was? Was? Gehen wir mal an die Beutetasche, ein bisschen krabbeln. So, was haben wir denn da? Nehmen wir ein bisschen Fleisch, haben wir genug. Blätter haben wir auch genug. Bisschen Schiefer. Nee, Feuerstein nehmen wir mit. Fred. Der Fred. Okay, da ist nur jetzt, da ist ein Bett, okay. Aber ich dachte, man kommt hier irgendwie... Aber da stand doch was von Story? Oder bin ich jetzt... Besuche es, um mit einer Story voranzukommen? Ich hab's doch jetzt besucht. Okay, ich kann mit ihr nicht mehr reden. Ich glaube, wir müssen auch zu diesem Zauberer nochmal. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Zauberer. Ich glaube, ihn hier oben. Machen wir da mal einen Wegpunkt hin, weil ich glaube, damit sind wir auch noch gar nicht durch. Ja, aber ich würde sagen, machen wir in einer weiteren Folge Far Cry Primal und, ja, dann wird es, denke ich mal, wieder spannend, in was für ein, ja, LSD-Trip der uns so führt. Also, macht's gut. Ciao!